Ja, und in 10 Minuten ist das soweit. Um 13 Uhr will Andrea Nahles vor die Presse treten und die neue Agenda 2010 der SPD vorstellen. Und im Willy-Brandt-Haus, da steht jetzt mein Kollege Erhard Schäfer. Erhard, die Pläne sind ja ein wenig durchgesickert, die die SPD da vorhat. Ist das jetzt der große Wahlkampfwurf? Das ist eine Frage, die, glaube ich, noch ein klein wenig in den Sternen steht. Das wird ja nicht das einzige Thema sein, das im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 eine Rolle spielen wird. Und vor allem ist es erstmal ein Entwurf. Also das ist erstmal eine Diskussionsgrundlage, die Andrea Nahles hier heute vorstellt. Im Übrigen natürlich nicht als Bundesarbeitsministerin, sondern als Leiterin einer sogenannten Perspektivarbeitsgruppe im Wahlkampfprozess, im Programmprozess zu diesem Wahlkampf. Und da hat sie sich natürlich durch ihr Amt geschuldet, auch vor allem mit dem Thema Arbeit und Soziales beschäftigt. Und in dieser Eigenschaft als Leiterin dieser Arbeitsgruppe stellt sie dieses Papier vor, das natürlich im Auftrag der Parteispitze entstanden ist. Ein großer Wurf, das ist zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht recht zu sagen. Aus Sicht der SPD will man vor allem zweierlei. Zum einen natürlich Korrekturen vornehmen an der Agenda 2010, weil sich die Wirtschaftslage vor allem verändert hat. So ist die Argumentation bei der SPD. Man sei nicht mehr in der Situation wie 2003 mit 5 Millionen Arbeitslosen, sondern man habe eine gänzlich veränderte Situation mit inzwischen nur noch 2,7 Millionen Arbeitslosen, aber davon immerhin 1 Million Langzeitarbeitslose. Und da gelte es eben dieses neue Moment, was hier hineinkommen soll, vor allem der Qualifizierung von Arbeitslosen aufzunehmen und insofern neue Akzente zu setzen, zumal wenn man den anderen Aspekt dann noch mit hineinnimmt, nämlich dass das Arbeitslosengeld auch länger gezahlt werden soll. Die Kassen, die Sozialkassen ja durchaus gut gefüllt sind. 11,4 Milliarden etwa hat die Bundesagentur für Arbeit für solche Maßnahmen derzeit zur Verfügung. Die als Kosten berechnet wird ungefähr 1 Milliarde pro Jahr. Also von daher, sagt zumindest die SPD, steht man da auf einer relativ sicheren Grundlage. Also Zustimmung von allen Flügeln übrigens aus der SPD, auch von den Gewerkschaften, die Linke und die Grüne. Wir haben es eben in dem Beitrag gesehen, durchaus auch einverstanden. Den Linken geht das alles, wie gewohnt, nicht weit genug. Mal will man eine komplette Revision der Agenda 2010. Die steht aber mit diesen Maßnahmen, die bislang hier im Gespräch sind, also längeres Arbeitslosengeld 1, Qualifizierungsmaßnahmen, höheres Schonvermögen für Hartz-IV-Bezieher und 2, 3 andere Punkte mehr, die hier noch im Gespräch sind, steht natürlich die gesamte Agenda 2010 nicht in Frage. Kritik kommt, auch das haben wir schon ansatzweise gesehen in dem Beitrag, insbesondere von den Arbeitgebern, aber auch von der CDU, CSU, da spricht man von einer Frühverrentungswelle, die man möglicherweise auslöst, wenn diese Vorschläge, die die SPD hier einbringt, dann tatsächlich Realität werden könnten. Und auch da muss man nochmal dann eine Einschränkung machen, denn selbst wenn das hier die Partei, wie es in diesen Minuten geschieht, dieses Papier durchaus absegnet und sich dann zu eigen macht, der Kanzlerkandidat der SPD, der ja auch erst noch gewählt werden muss am 19. März, selbst dann ist das ja noch nicht ausgemacht, dass es denn auch tatsächlich so kommt, denn dass die SPD eine absolute Mehrheit gewinnt am 24. September. Das ist doch trotz eines positiven Trends, den die Partei zurzeit hat, etwas unwahrscheinlich. Also wird man da Abstriche machen müssen, Kompromisse mit dem jeweiligen Koalitionspartner. Wir können mal reinhören in Reaktionen, die es bislang gibt aus der SPD, eingefangen vor einer guten halben Stunde hier vorm Willy-Brandt-Haus. Und es beginnt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Naja, das Arbeitslosengeld Q ist natürlich eine Weiterentwicklung der Reformpolitik. Denn wir leben in Zeiten, wo wir Fachkräfte brauchen und weniger Arbeitslose haben. Wir dürfen die Arbeitslosen nicht aus dem Blick verlieren. Auch deshalb ist Qualifizierung wichtig. Aber es geht vor allem darum, dass, wenn ein Mensch arbeitslos wird, ihm wirklich das Recht einzuräumen, sich weiterzubilden. Das ist im Sinne unserer Volkswirtschaft, im Sinne von Deutschland, aber auch im Sinne der Menschen, die es angeht. Es gibt jetzt schon Reaktionen. Die Union ist strikt dagegen, aber aus der Wirtschaft zum Beispiel. Herr Fratsch hat gesagt, ist eine gute Sache, genau das muss gemacht werden. Wie sieht das aus? Ist das jetzt etwas, was man noch im Grunde genommen in die laufende Legislatur bringen muss? Oder ist das jetzt schon im Grunde genommen Wahlkampfauftrag für Martin Schulz?
Das ist das Programm, ein kleiner Teil des Programms, mit dem Martin Schulz antreten wird. Das ist ein Umbau der BA, das ist ja nicht lapidar, aber natürlich ist es der richtige Weg. Als die Agenda 2010 eingeführt worden ist, haben wir 5 Millionen Arbeitslose, jetzt suchen wir Fachkräfte. Und deshalb ist es richtig, dass man auch die Agentur für Arbeit umbildet und den Menschen vor allem die Chance gibt, dass sie sich qualifizieren können. Wichtig ist mir zu sagen, dass die Zukunft nur darin bestehen kann, wenn man Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen einerseits Sicherheit bietet, auch das wird getan durch diese Vorschläge, und andererseits ihnen die Chance gibt, sich weiter zu qualifizieren und gegebenenfalls sogar umzuschulen. Die Kritik, die von der Union kommt, können Sie das nachvollziehen? Es ist ja sehr lustig, die üben Kritik an etwas, was Sie selber im Grunde genommen ja nicht gemacht haben, sondern Agenda 2010 war die SPD und die Grünen. Können Sie die Kritik nachvollziehen? Ich kann die Kritik überhaupt gar nicht nachvollziehen. Eine Reform, die im Jahr 2003 gemacht wurde, die kann unmöglich in jedem Detail eben auch im Jahr 2017 die richtige Reform sein. Und deshalb geht es darum, weitere Reformen vorzunehmen. Und dazu gehört, den Arbeitnehmern, die betroffen sind von Arbeitslosigkeit, mehr Sicherheit zu geben und zum anderen ihnen tatsächlich das Recht der Qualifizierung, der Umschulung einzuräumen, damit der Markt auch in Zukunft Fachkräfte hat, die er braucht. Die Agenda 2010 liegt 15 Jahre zurück, und es ist schon bezeichnend, wenn Frau Merkel sich darauf jetzt beruft, zeigt die völlige Ideenlosigkeit. Nein, wir machen jetzt wirklich einen ersten Schritt hin zu einer modernen Arbeitsmarktpolitik, indem wir Qualifizierung und Weiterbildung in das Zentrum stellen, und das ist dringend notwendig. Es gibt ja jetzt merkwürdigerweise von der Wirtschaft schon, Herr Fratscher hat sich geäußert und sagt, er findet das gut, was die SPD da macht, im Gegensatz zu dem Wirtschaftsflügel der Union, die im Grunde genommen jetzt schon ordentlich draufhauen. Wie bewerten Sie das? Naja, also die Union, glaube ich, weiß überhaupt nicht, was sie will. Entscheidend ist, wir werden in den nächsten Jahren ja rasante Entwicklungen erleben, gerade Digitalisierung, Stichwort. Das heißt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden auch weiter qualifiziert werden müssen. Und genau das stellen wir jetzt in das Zentrum, auch gerade der Agentur für Arbeit. Und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ich halte den Vorschlag, den Andrea Nahles und Martin Schulz jetzt im Parteivorstand machen, für eine gute Kombination. Es gibt älteren Arbeitslosen ein Stück mehr soziale Sicherheit, und es setzt da an, wo wir es am nötigsten haben, nämlich beim Thema Qualifizierung. Insofern ist das eine gute Kombination. Der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern, zum Beispiel durch Digitalisierung. Deshalb ist Qualifizierung und Weiterbildung angesagt, und diese Kombination geht in die richtige Richtung. Die Union, und vor allem der Wirtschaftsflügel, der läuft schon Sturm dagegen. Wie bewerten Sie das? Ich weiß gar nicht, was der Wirtschaftsflügel der Union gegen weitere Qualifizierung hat. Wir wollen Rechtsanspruch schaffen, damit tatsächlich lebensbegleitendes Lernen möglich ist, um Beschäftigungsfähigkeit in Deutschland zu erhalten, um Menschen in Arbeit zu bringen. Das ist ein richtiger Vorschlag. Und dass die Union zetert, hat eher damit zu tun, dass der Vorschlag von der SPD kommt, als mit der Sache. Erleben wir jetzt auch so ein bisschen den ersten Aufschlag für Martin Schulz für den Wahlkampf der SPD? Wir sind in Vorbereitung für den Wahlkampf. Martin Schulz hat einen guten Start hingelegt. Die Partei ist entschlossen, diese Wahl gewinnen zu wollen. Das werden wir programmatisch Stück für Stück auch untermauern. Die SPD wird gut vorbereitet in die neue Regierung gehen, die sie führen will.